Hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Subnautica-Tutorial. Heute zeige ich euch, wo ihr Kyanet findet. Also, das wird heute ein bisschen ein längeres Video. Wir müssen nämlich durch die ganze Karte, fast durch die ganze Karte durch. Durch ganz viele verschiedene Biome. Wir starten hier in den Grassy Plateaus, wo meine Base ist. Und wir gehen zum Weg Nummer 1 Richtung Lost River. Also wir müssen hier eigentlich alles Richtung Westen rüber zu dieser Spalte. Ich zeige euch die dann gleich auf der Karte. So, wir sind hier auf der Karte. Also hier ist die Spalte. Wir müssen da hinten. Geht's dann zum Lost River. Hier sind wir gestartet. Da ist meine Base und sind so einfach nach Westen rüber zu dieser Spalte. Und am Anfang ist die zwar tief, aber ihr kommt dort noch nicht in den Lost River rein. Und sie wird aber dann immer tiefer und tiefer bis zu circa 500 Metern. Und dann mündet sie dann in den Lost River. Ihr seht es dann gleich. Ja, diese typischen Pflanzen, wenn es dann immer tiefer wird, ihr kennt das. So, und da hinten wird es dann noch tiefer. Und hier jetzt ein paar Warper, also immer aufpassen, dass euch die nicht aus dem Cockpit rauswarpen. So, und jetzt kommen wir dann auch gleich zum Lost River. Also neu sind meine Subnautica-Videos oder überhaupt meine Videos in 4K. Ist halt schon noch ein Zacken geiler in 4K hier als nur in Full HD. Da hier kommen wir dann zum Lost River. Ihr seht es, das Grüne, der Schwefelfluss. Also, wir sind hier im Lost River, sind da runtergegangen, diese Spalte entlang, die da am Ende dann in den Lost River mündet. Und ich wechsle hier rüber zur Karte des Lost River. Und das ist die Kelp Trench und die kommt dann hier runter. Hier kommen wir runter bei der Kelp Trench. In der Mitte, wo schwarz ist, können wir nicht durch. Da könnten wir eigentlich rüber zum Sparse Reef, zum Degassi Habitat 3, aber das wollen wir jetzt nicht. Wir wollen jetzt Kyanet finden. Und wir müssen, das habe ich noch gar nicht gesagt, wir müssen in die inaktive Lavazone runter. Weil das Kyanet, das finden wir erst sehr tief unten. Und hier sind wir erst im Lost River. Wir gehen jetzt mal weiter. Ich versuche euch so gut es geht hier durch zu navigieren mit hier Bildern, auch von der Karte. Ihr seht, hier im Lost River gibt es auch Gelsäcke und Korallen habt ihr hier auch. So, es zieht sich hier und dann hier auf der rechten Seite müsst ihr aufpassen, dass ihr hier links bleibt, weil rechts ist ein Geister-Leviathan. Ihr hört ihn auch schon. So, jetzt kommen wir dann zu der Kreuzung vom Lost River, noch da unten links um die Kurve rum. So, jetzt geht's hier weiter und da unten seht ihr schon meine Base an der Kreuzung. Aber an der werden wir einfach vorbeiziehen und dann weitergehen zum großen Lebensbaum. Weil dieser Weg, also das ist dort, wo es so blau rausschimmert.
Und dieser Weg am großen Lebensbaum vorbei, der führt dann in die inaktive Lavazone runter. Da vorne seht ihr ihn schon, also wir sind hier an der Kreuzung und da geht es dann weiter in so eine Abzweigung quasi. Dort, wunderschön. Ja, dieses Spiel ist so gut gemacht, hey. Ich traue mich noch gar nicht, den Nachfolger zu spielen, Subnautica Below Zero. Ich habe gelesen, das soll dann ein bisschen eine Enttäuschung sein. So, da vorne geht es dann runter und dann wechselt dann das Biom von diesem blauen ins orange-rote, lavamäßige. Da sind noch diese blauen Wasserfälle. Das ist dann das letzte blaue, bevor ihr seht, dort unten meine Boje, Signalboje habe ich gepflanzt mit der inaktiven Lavazone. Und jetzt kommen wir da in Seitenarm von der inaktiven Lavazone. Ich zeige euch das dann auch gleich auf der Karte. So, also wir sind hier runtergegangen und sind jetzt hier in diesem Seitenarm, da sind wir rausgekommen, gehen jetzt hier diesen Kanal runter und wollen dann schlussendlich zum großen Loch, das dann weiterführt in die aktive Lavazone oder zu den Lavaseen. Aber zuerst wollen wir ja noch das Kyanit holen gehen. Also es dauert nicht mehr lange und wir sind beim Kyanit. Weil hier in diesem Gebiet findet ihr das und es leuchtet dann auch ziemlich auffällig blau. Ihr kennt dieses Bild. Und obwohl es auch Orte gibt, wo ihr einzelne Kyanit ohne Bohrer farmen könnt, hätte ich euch eigentlich am Anfang vom Video sagen müssen, ihr braucht unbedingt den Krebs mit Bohrarmen, am besten gleich zwei, damit ihr da dieses Kyanit abbauen könnt. Hier nehme ich noch ein bisschen Blei mit, das ist immer gut, aber wir wollen ja das Kyanit. Ich denke, da vorne irgendwo sollten wir dann auch gleich welches finden. Also ich leere mal hier den Vorrat, damit wir da wieder Platz im Krebs haben. So, also wir sind hier inmitten der inaktiven Lavazone und da vorne sehen wir schon den ersten Kyanitstein. Und ich gehe gleich weiter zum nächsten und da seht ihr sie überall. Der ist noch ein bisschen größer, wir gehen zu dem und bauen das ab. Also, Kyanit findet ihr in der inaktiven Lavazone. Unbedingt mit dem Krebs machen. Am besten zwei Bohrerarme, dann geht's doppelt so schnell. Und das war's auch schon für dieses Video. Wir sehen uns beim nächsten.